Herzlich willkommen zurück. Wir müssen schnell sein zum Mafia 3 mit Fabian LP. Ich habe gerade die Brüllen verscheucht hier in der letzten Folge am Ende. Falls du es nicht gesehen hast, schau unten in der Playlist, da ist alles verlinkt. Da ist auch die letzte Folge verlinkt. So, wir heben hier ab. Wir jagen Remy Duvel, oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Ich musste gerade die Polizei abklemmen, weil ja, da hat uns natürlich wieder jemand verraten. Das Auto ist auch hinüber. Ich weiß nicht, ob ich mit dem doch über den Pass hier komme. Oh ja. Ich muss aber fast. Das tönt jetzt ein bisschen blöd. Pinkes Auto, auch mal was. So. Ja, wir haben einen verhört, der Remy Duvel nahe steht. Und mitten im Verhör und. Ich hatte noch die Spezialeinheit dabei, die drei Leute, die immer überleben, die mir da recht geholfen haben. Zum Glück kam ja die Polizei nicht. Es hätte noch viel mehr Ärger gegeben. Auf jeden Fall mitten drin sagt eine, ich rufe die Polizei. Zum Glück konnte ich da die Telefonstation noch zerstören. Schön, bin ich falsch abgebogen. Aber das Problem war, dass. Ja, ist falsch abgebogen. Das Problem war, die rannte weiter, ohne dass es noch stand, dass sie eine Station sucht, eine Telefonstation. So, bin überhaupt nicht konzentriert drauf. Rannte weiter und, ja. Hatte dann auch Glück, anscheinend. Schön, dass das wieder so ein harter Busch ist hier. Dreckskarre kannst du langsam stehen lassen hier dann. Zum Glück sind hier die Leute alle weg. Sonst hätten wir mit denen jetzt noch zusätzliche Probleme. Was? Hä? Was? Wehrst du mich? Was ist jetzt wieder los? Es ist plötzlich Nacht oder was? Ich denke mal, ich habe genug Munition. Plötzlich wurde Nacht. Einfach so. Also ich laufe jetzt die letzten Meter, weil, ja. Ich habe da ein bisschen Angst. So, jetzt trennt sich das. Parking ist da. Wir gehen zum Parking. Also eine taktische Idee, keine Ahnung. Da sind nämlich schon mal zwei Leute. Enter. Cleveland Duval State Park. Also das. Hast du gesehen, wie sie angerauscht gekommen sind? So aufgedonnert mit ihren. Das Anwesen sieht schon mal richtig geil aus. Hat immer gesagt, das Einzige, was noch ja, da oben läuft er. Ist ein reicher weißer Mann mit Größenwahn. Sich mit mir anzulegen, ist nicht besonders clever, Kumpel. Das gibt niemand. Leck mich am Arsch, du bist tot und du merkst es nicht. Lauf doch, lauf! Da ist gar keiner. Es kommt noch Musik, Alter, ich habe richtig Schiss, dass jetzt so viele kommen hier. Leck mich, du Arsch! Ich mache ihn alle! Oh, ja, das hört niemand. Ich glaube, ich nehme eine Shotgun hier. Sie wird einem so hier empfohlen. Ja, wir behalten die mal. Hat leider nur 12 Schuss dabei. Und jetzt machen wir uns mal auf den Weg hier hoch. Ah, da sind schon einige Gegner auf der Karte. Oh. Versammlung der Southern Union und sie prügeln sich hier, oder was? Oder klatschen. Oh, das ist ein schöner Weg hier.
Man hätte also hier runtergehen können und wir hätten zufälligerweise auch schon am Grundstück vorbeikommen können. So, also wir können hierhin nicht lang. Das Einzige, was wir könnten, zurück und dann den anderen Weg. Aber ich denke mal, es ist einfacher hier. Also da sind zwei. Wow. Einer weniger. Für die Freiheit seines Staates und den Versuch, die anrollende Flut von Mischlingen einzuschütten. Ist jetzt da draußen. In diesem Moment. Und da steht er. Männern und Frauen die Kehlen auf. Jetzt, in diesem Moment. Einer weniger. So, ich warte natürlich noch ein bisschen ab. So. Shit, jetzt habe ich natürlich keine gute Waffe. Hey, wo bin ich jetzt? Ah. Oh, Remy Duval, ich komme. Da ist er. Da ist noch ein anderen. Nee, ich gehe. Ah, das ist gar nicht sein Haus. Schön sehe ich das auch noch. Ein Aussichtspunkt ist das oder so. Ich will nur noch das Playboy haben, denn ich weiß nicht, ob wir da noch vorbeikommen danach. Da schlage ich dich nieder, du Nikolaus. Alter. So. Mit E konfrontieren wir ihn. Ah, jetzt wird's geil. Und jetzt, Nigger. Was jetzt? Wir spielen dein Spiel. Ans Kreuz, oder was? Ja, genau, er wurde am Kreuz verbrannt, stimmt. Das, was wir ja schon gehört haben. Oh. Einer der prominentesten Männer des Viertels, Remy Duval, wurde brutal ermordet. Augenzeugen berichten, dass er an ein Kreuz gebunden und dann verbrannt wurde. Hören wir, was die Polizei sagt. Chief Wilson, können Sie schon etwas sagen? Das waren die verdammten Neger. Man sollte sie alle zusammentreiben und erschießen. Das sind harsche Worte, Chief. Verdammt, was muss denn noch alles passieren, bis ihr es endlich versteht? Was hier abläuft, ist ein verdammter Krieg. Ein bisschen recht hat er. Aber ja, es ist natürlich, es war nur einer, nicht alle. Remy Duval ist weg und jetzt muss sie weg, oder wie? Ja, natürlich. Hab schon gedacht, das Viertel gehört uns, aber ja, so leicht geht es leider nicht. Gedenkfeier. Oh, an der Gedenk. Das ist fast ein bisschen gemein. Also ganz ehrlich, an der Gedenkfeier wirst du selbst auch noch bestattet. Weil da müsste ich mich wirklich ein bisschen anmalen, glaube ich. Denn, ja. Ich denke nicht, dass da viele Dunkelhäutige sein werden. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Über die Brücke müssen wir nicht, denn er ist da. Ich würde gerne mal über diese Brücke. Die ist leider nur für Fußgänger, glaube ich. So, und eigentlich möchte ich mal bald mal aufhören zu spielen. Aber irgendwie ist es Pflicht, dass wir dieses Viertel hier noch übernehmen. Also dieses Hallo. Ja, 3:30 Uhr morgens, geht ja noch. Aha, da wartet er im Busch. Oh, da ist ein Gegner am Tor. Olivia ist im Country Club.
Steig ein, ich erkläre dir den Plan. Hör dir das an. Olivia Marcano ist eine echte Goldgrube. Ich verstehe immer noch nicht, warum Olivia Marcano in die Sache verwickelt war. Nach dem, was man so hört, hatte sie 2 bis 3 Mal so viel Geld wie Sal Marcano. Geld war ihr scheißegal. Für meine Begriffe hat sie jemanden engagiert, der Lucho töten sollte. Sie wollte selbst am Ruder stehen. Meine Meinung? Sie hatte die Schnauze voll von dem ganzen Mafia-Scheiß. Wir sind am Arsch, Olivia. Ist dir das klar? Dieses Arschloch von Duvalle hat uns im Testament nicht erwähnt. Und drum kriegt sein Neffe jetzt alles. Hast du sein Testament denn auch wirklich geprüft? Ich habe zumindest den Teil gelesen, in dem steht, dass das Grundstück, auf dem ich mein Casino baue, an Steven De Garmo geht. Remy hat das Testament vor 6 Monaten überarbeitet, aber nie unterzeichnet. Und was soll das heißen? Dass ein Testament erst dann gültig ist, wenn man es signiert hat. Verdammt nochmal, das weiß ich. Ich meine, was bedeutet es für uns? Dass ich es anfechten kann. Remy und ich waren Geschäftspartner und in einer meiner Beteiligungsgesellschaften wird das Grundstück als geschäftsrelevanter Vermögensgegenstand geführt. Klingt wie der feuchte Traum von einem Anwalt. Und was bitte habe ich davon? Da fragst du wirklich die Falsche, Sir. Ich habe fast jeden Cent, den ich besitze, in das Casino gesteckt. Einen großen Prozess kann ich mir nicht leisten. Wie kommen wir aus der Scheiße wieder raus? Steven kommt für die Beerdigung in die Stadt. Ich könnte ein Treffen arrangieren. Wir bieten ihm an, dass er für die Grundstücksübertragung eine Beteiligung am Casino erhält. Ja. Ja, gute Idee. Und wenn er unterschrieben hat, kümmern wir uns um ihn. Also gut, bereite es vor. Aber meine Geduld ist jetzt definitiv am Ende, verstanden, Olivia? Ich habe die Schnauze voll von dem Mist. Du kannst mir ruhig vertrauen, Sal. Mr. Clay ist also als Ober im Country Club aufgetaucht. Alle Anwesenden waren reiche Arschlöcher oder Mitglieder der Southern Union. Drum war es für Lincoln nicht so schwer reinzukommen. Stecken Sie einen Schwarzen in eine Livree, dann ist er so gut wie unsichtbar. Ich bin einfach durchs Tor gefahren und hab ihn vor der Tür rausgelassen. Keiner hat uns beachtet. Oh nein. Soll das etwa heißen, er hat es nur mit seiner Dienstkleidung geschafft, an Mrs. Mercanos Personenschutz vorbeizukommen? Ich habe ein Fläschchen schnellwirkendes LSD zusammengerührt. Also nach genau derselben Rezeptur, die wir für MK Ultra verwenden. Und gab es Lincoln. Mit einer Spritze hat er dann ein paar Tröpfchen in jedes Glas getan, das er serviert hat. Ein paar Minuten später waren alle, die von dem Zeug getrunken hatten, total neben der Spur. Leck mich an. Okay. Was? Was ist passiert? Hab nie gelernt, eine Fliege zu binden. Traust du dir das zu? Scheiße, ich gehe da rein, verpasse den Wachen eine Dosis Militär-LSD und dann bin ich bei Olivia. Und lass dich von den Scheißern nicht provozieren. Denk dran, du kannst keine Waffen mit reinnehmen. Wie geht's dir, Kumpel? Folge der Auffahrt auf der Linken. Na gut, jetzt wird's spannend. Wir sind im Traumpalast. Ist das ihr Palast? Ach stimmt, ja natürlich. Könnte schon sein, dass ich das in der ersten oder so Folge verpasst habe. Wir sind da. Du hast die Tasche, die Spritze ist drin. Und denk dran, die Droge wirkt schnell. Die knipst dich im Handumdrehen aus. Gut, hier soll ja niemand rausfinden, was eigentlich vor sich geht. Lass dich mal ansehen. Wenn sie dich killen, haben sie wenigstens gleich was Hübsches, worin sie dich begraben können. Fick dich. Also alle anderen waren rechtzeitig hier. Betatschen diese Weißbrote auch alle anderen? Fauler Nigger, das ist Ihre Aufgabe. Die haben mich da draußen kalt erwischt, haben gefragt, wo mein Wagen ist, wo ich herkomme. Du ziehst entweder sofort deine Uniform an oder verschwindest aus meiner verdammten Küche, Knudel. Komm mit. Hallo? Leg einen Lappen auf den Tisch. Sieht aus wie ein verdammtes Rattennest. Miss Olivia kommt gleich runter. Sie wird ein paar Worte zum Tod des armen Mr. Remy sprechen. Ja, wir laufen einfach mal mit. Die Gelegenheit wird schon... Schnapp dir eine davon, bring sie raus und gieß den Gästen ihre Drinks ein. Und dass du ja mit keinem von ihnen sprichst, klar? Bring den Leuten ihre Drinks, sofort! Machen wir. Ah, wir sind jetzt Kellner. Okay. Meine Flasche ist präpariert.
Das merkt keiner, nee. Dass er komisch schmeckt oder so. Erwischt er uns nicht? So. Nee, keiner da. Nur leider kamen wir ein bisschen spät. Nein, halt, warte mal! Bleib stehen! Da, guten Drink. Du wirst hier nicht fürs Rumstehen bezahlt, Boy. Geh und bedien diese armen Gäste. Austrinken, Motherfuckers. Alter. Haben die denn jetzt einen Verdächtigen? Keinen einzigen. Der alte Earl ist kurz davor, ein paar seiner Jungs ins Hollow zu schicken, damit die mal... So, wen sollen wir denn jetzt bedienen? Ich glaube nicht, dass es einer der Farbigen war. Die verfluchten Affen waren nie besonders schlau. Aber wenn man sie nicht beaufsichtigt, können sie schnell bösartig werden. So, weg mit dir. Ist das nicht ein Marcano da? Zuerst möchte ich Ihnen allen danken, dass Sie hergekommen sind, um sich von unserem treuen Freund Remy Duval zu verabschieden. Ich weiß, bei all der Gewalt, die uns heimsucht, wäre es sicherer gewesen, zu Hause zu bleiben oder die Stadt zu verlassen. Aber Sie haben es wie Remy gemacht. Sie haben erhobenen Hauptes ausgeharrt und sind nicht weggelaufen. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Remy ein mutiger Mann war. Aber es ist nicht sein Mut, den ich am meisten vermissen werde, sondern es geht mir um etwas anderes. Er gab dieser Stadt, nein, uns, eine Stimme. Der Mörder Remys hat dieser Stadt jemanden genommen, der ihre Geschichte ehrte. Mehr noch, Remy Duval ehrte unser gemeinsames christliches Erbe, das zurückreicht bis nach Europa. Remy war mir ein Freund. Ein teurer Freund. Uns alle. Ehren wir in den kommenden Tagen und Wochen sein Andenken, indem wir uns unsere Stadt zurückholen. Schützen wir die Lebensweise, die wir alle lieben. Wie blöd, dass da einfach eine rumläuft mit der Flasche. Auf Remy! Ja, lass sie ruhig ihre BHs verbrennen. Dann sieht man besser, was sie zu bieten haben. So. Da kann ich nur zustimmen. Der da wollte noch trinken, oder? Jetzt müssen wir alle die bedienen. Glaub, so schwer ist es nicht. Jetzt steht er da. Hey, eigentlich habe ich den Neffen auch nie gesehen. Da gibt's einige Kohle. Kann sein. So, einer weniger. Was weißt du? Nun, sagen wir mal, es gehörte viel mehr zum Vermögen der Duvals als ein. Sind denn schon Leute zusammengesagt hier? Dass wir die Ersten auf dem Mond sein werden, oder? Diese verdammten Roten kommen unseren Vereinigten Staaten nicht zuvor. Alter, die Aussage wieder. Ich meine, wir haben jeden einzelnen Penny du verloren. Mit der Flasche. Mein Gott, was soll ich den anderen Brüdern sagen? Wir werden sie an unseren Stolz als Weiße erinnern, Bruder. Denn im Moment ist das das Einzige, was der Southern Union geblieben ist. So, da haben wir da hinten noch einer ist stehen geblieben. Also diese Broschüre. Mexiko, Brasilien, Honduras. Ich schmeiße sie sofort weg und sage, Schatz, wenn ich mein hart verdientes Geld für einen Urlaub ausgebe, dann will ich in ein Land mit einer zivilisierten Sprache. Also werden wir wieder ihre Eltern in Hartmann. So, die laufen hier rum, quatschen. Wenn der Flasche hier rüber, Mann. Wenn er ermordet hat, wird er sich wünschen, er wäre tot. Reginald, geht's bitte etwas leiser. Mein Bein. Was? Oh, mein Bein, Alter. Bestimmt einer von den Guten. Auf jeden Fall. Eine Zigarettenpause machen. Ah, warten, bis natürlich die anderen umfallen. Hier liegt die Leiche. Das war nur ein kleiner Kurseinbruch, nichts weiter. Einer bleibt oh, übrig. Das neu, was du anhast, steht dir prima. Also ich sagte ja schon, dein Geld ist sicher. Gib mir einfach bis zum Ende des Quartals und alles ist wieder okay. Spätestens bis Jahresende. Der Manager, okay. Ist der schon umgefallen oder wie sieht's aus? Kommt, der kann auch noch weg hier.
der läuft auch nur rum hier. Dann bringen wir die Flasche mal zurück. Was ist denn mit dem los hier? Groß. Großer alter Mandingo, Nigga. Ja, der hat's, glaub ich, schon übelst erwischt. Vielleicht können wir dem Wächter da vorne auch noch ein Glas Wein offerieren. Aber hier überall Schwarze in der Küche. Also es ist schon, ja, es widerspiegelt halt ein bisschen, wie es früher so war. Hier gibt's was zu quatschen. Hey, Neuer, du kannst hier drüben rauchen. Wo ist die Flasche hin? Siehst du, was mit Clarence los ist? Sieht aus, als hätte der was von dem abbekommen, was hier rumgeht. Wenn du mich fragst, könnte es keinem Besseren passieren. Geschieht ihm recht. Nigger hier, Nigger da. Ist jedes zweite Wort aus seinem Mund. Schlimm genug, es von den Weißen zu hören, braucht es echt nicht noch von einem von uns. Vielleicht überdenkt er dann ja mal, wie er die Dinge hier handhabt. Na, das möchte ich erleben. Ja, sagst du nichts? Wir haben die Flasche wieder. Folge Olivia. Schade ist, dass Lauftempo jetzt nicht gerade super rasant. Ja, die Grafik auch nicht immer perfekt, aber ja. Ich würde mir gut überlegen, da rauszugehen. Irgendwas stimmt nicht. Ach schon? Mir egal, was Clarence sagt. Ich bleib hier drin. Die Leute sind verrückt geworden. Finne hat den Weißarsch geschnitten. Moment, was rede ich denn da? Alter, was ist hier los jetzt? Alles ist verbunden, weißt du? Wie wenn die KI völlig am Arsch wäre. Gottes Willen. Sie kommen uns holen. Sie kommen dich holen, Barbara. Alter, der ist ja... Wir sehen uns dann am Sonntag in der Kirche. Ja, ja, ja. Da hinten geht's ab. Donovan. Die Leute drehen echt voll ab. Ich sehe Remy. Hier stimmt was nicht. Bring mich hier raus, sofort. Ja, Mann. Ich will zusätzliche Männer an der Vordertür und hinten. Keiner kommt hier ohne meine Erlaubnis rein oder raus. Soll ich den Gästen was sagen? Und was? Du hast sie doch gesehen. Sie sind alle von etwas befallen. So, hier wird's gefährlich, oder wie? Ah, oh, der ist auch schon durch. Was? Oh. Alter. Tut mir leid. Tut mir so leid. Ist das für Miss Marcano? Yeah, ich meine, ja, Sir. Geh einfach durch. Stellen Sie es auf die Bar. Und? Immer noch nichts? Nein, Ma'am. Sie haben ihn ziemlich hart rangenommen. Packt ihm eine Hand ab. Vielleicht stimmt ihn das um. Wir müssen hier weg, bevor was auch immer da unten vor sich geht, noch schlimmer wird. Ich glaube, unser Negerfreund hier... Schieß den Bastard! Shit! Nein, verbrannt! Ach, das glaubst du doch nicht! Oh. Aber nicht, dass wir jetzt nochmal alles laufen müssen, oder? Und ich glaube, ich habe auch nur begrenzten Schuss. Stellen Sie es auf die Bar. Eins, zwei, und drei, vier. Nein, Ma'am. Sie haben ihn ziemlich hart rangenommen. Hackt ihm eine Hand ab. Vielleicht stimmt ihn das um. Wir müssen hier weg, bevor was auch immer da unten vor sich geht, noch mehr. Was? So, weg bist du. So. Da kommt er her. Dich ruiniere ich auch noch. So. Ja, ja. Ich hätte nie gedacht. Ja, genau. Lusche hat mich von Anfang an total fasziniert. Er war so attraktiv. Ich war ihm verfallen. Er hatte nur die allerfeinsten Anzüge und immer die teuersten Autos.
hatte alles etwas unglaublich Romantisches für mich. Da ist nichts Romantisches dabei, Leute zu berauben und zu töten. Jedem das Seine. Ja, ja. Für mich war das alles jedenfalls sehr aufregend. Immerhin finde ich, ist es gut, dass jetzt nicht irgendwie Benzin darüber gegossen wird oder so. Wo steckt der Gamo? Bis jetzt. Der Gamo! Der ist in einem Gebäude. Unten am Wasser. Was ist, willst du mich nicht umlegen? Du bist die Mühe nicht wert. Finde Steven De Garmo. Aha. Da schläft ein Ordentlich. Der schläft sowieso. Aber wir können hier noch Geld mitnehmen. Da auch. Und da auch. Wo liegt denn sie jetzt? Da drüben. Medikit. So, ciao. So viel Blut. Hey. Hier mal. So, ha. Jetzt geht's ab. Wo seid ihr? Wo seid ihr? So, der ist weg. Hier können wir leider nicht raus, dann müssen wir wohl hier durch. Also, ich sag's nicht nochmal, Mann. Du überschreibst uns jetzt das Land, klar? Oder ich schwöre. Ich brech dir jeden deiner verdammten Knochen, hast du gehört? Ich werde gar nichts unterschreiben. Oh Gott! Also, schnell dahin, los, sofort. Oh shit, das wird jetzt wieder... Geboren. Ah, ich renne einfach möglichst schnell dahin. So, so. Ich hab den Kerl genau. So, ciao. Waffe her. Ich schneide dir dein Herz aus. Ich mach dich nicht. Shit, das wird nicht. Komm nicht mehr weg. Schwarzer Hurensohn, Alter. Komm nicht mehr weg. Mir diesen Wichser vom Hals. Ja, was soll das wieder hier? Ja, super. Die Frage ist, wie soll ich mit 10 Schuss da hinkommen? Gut, ehrlich gesagt, ich glaube, Beeilung bringt's nicht. Da kommt immer die gleiche Szene dabei raus. Und zurück kommen wir natürlich nicht. So, der steht auch wieder da. Diesmal versuche ich mal hier durchzugehen. Und hier ist zu, oder wie? Ja, natürlich. Es ist absichtlich so gemacht. So, ciao.
Der Revolver ist relativ gut, muss ich sagen. Nimm das, Arschgesicht! Hab ich dich! C4 oder was? So, ich habe nur noch einen Schuss, deshalb. Oh, da ist er. So, diesmal geht's ein bisschen besser. Der Scheißkerl hat mich. So. Ciao. Wow. Alle mir nach. Da tickt wieder irgendwas. Habe ich sonst irgendwas? Ich habe eine Granate. Oh, schnell die Waffe wechseln. Es reicht nicht mehr, leider. Oh, die ist auch nicht schlecht. Ich habe ihn. Alter. Okay, ich muss da durch. Ich werde ihn aufstöbern. Und wir sind da. Shit, shit, shit. Nein! Ah! Ich drücke jetzt ab! Scheiße! Ah. Stell dich wie ein Mando, Victor! Bitte dich los. Wir müssen schnell machen. Marcano schickt bestimmt noch mehr Leute. Ja. Okay. Sie haben mich in meinem eigenen Wagen hergebracht. Oh, nee. Das Gemälde, das Gemälde. So. Komm hier hinten raus. Er ist tot. Oh, nee, komm schnell. Oh Gott, meine Hand ist kaputt. Ich habe Remy kaum gekannt. Nee. Lass mich heraus, die Cops können mir helfen. Nee, die Cops helfen aber mir nicht. Mann, pass auf! Alter, wie komm... Wie komme ich denn hier raus? Hier durch? Ah, hier ist das Tor. Blöd. So, das kostet wahrscheinlich zu viel, ne? Ich muss nicht streifeln, ich muss nur 4 loswerden. Das ist keine gute Idee. Lass mich raus, verdammt! Was glaubst du, wie lange du da draußen überlebst? Marcano gibt keine Ruhe, bis er dich gefunden hat. Er hat mir die Hand gebrochen! Scheiße, ich bin nur noch heim. Ich weiß. Pass auf, ich habe da einen Freund, der wird dafür sorgen, dass du erstmal in Sicherheit bist. Wenigstens so lange, bis sich alles beruhigt hat. Okay. So, gehen wir wieder zum Priester, oder was? Nicht der Rede. So, überlange Folge heute, aber dafür haben wir 2 fette Beuten heute in der Folge. Und ich muss ehrlich sagen, so ist es doch viel besser. Also so davon zu fahren, ohne dass wir hier ständig verfolgt werden. Denn den Gefallen haben wir sowieso und ich denke mal, hier ist er gut aufgehoben. Langsam sinkt die Stimme ab. Nee, es geht zu Donovan. Aha. Was wurde aus Steven de Garmo? So. Lincoln hat ihn angeschleppt und ich habe ihn weggeschafft. Sie wissen also, wo de Garmo ist. Das werde ich euch Arschlöchern verraten. Guten Morgen, Miss Marcano. Ich bringe Ihnen das Frühstück. Dann lassen wir mal ein bisschen frische Luft rein. Und etwas Sonne kann auch nicht schaden.
schon besser. Wollen Sie mir sagen, dass Lincoln Clay nicht der Mörder von Olivia Marcano ist? Er hat Frauen nur umgelegt, wenn es gar nicht anders ging. Ich finde das ziemlich unglaubwürdig. 1967 waren wir mal in einer Bar in Saigon und so eine Schlitzaugennutte wackelt auf uns zu. Ihr Minirock geht kaum über den Arsch und sie will jedem von uns einen blasen. G.I. wollen Sucky Fucky? Hm? G.I. wollen Bum Bum? Auf einmal zieht sie eine Granate. Drei Jungs sind sofort tot. Ein paar Marines in der Bar wollen sie köpfen, auf der Stelle. Aber Lincoln, der hält sie auf. Er hält die Marines in Schach, bis die MP eintrifft. Warum sollte er Olivia Marcano umlegen, wenn er es bei dieser Drecksschlampe auch nicht getan hat? Also, wen hast du geschickt? Hab selbst gemacht, von Ohr zu Ohr, wie du es wolltest. Guter Junge, lass uns allein. Wir haben ja was zu besprechen. Sie haben also das Heroin geliefert, das Georgie vertickt hat. Sie, Certo. Ich wollte das Zeug nie in meiner Stadt haben. Von dem Scheiß kriegt man eine weiche Birne. Es macht die Leute bekloppt. Blöd. Und es lockt die Cops an. Nein, ich trinke nicht. Hat Georgie gesagt, warum ich sie sprechen will? Er sagt, der Nigger hat ihren Bruder getötet. Und sie wollen über einen Deal reden, den wir zwei machen können. Ich baue ein Casino am anderen Ufer drüben. Ich hatte alles beisammen. Glücksspiel sollte legal werden. Und jetzt geht alles den Bach runter. Sie wollen mein Geld. Ich brauche genug, um die Anwälte zu bezahlen. Und das kostet einen ganzen Haufen. Ich möchte hören, dass Sie es sagen. Wie, was? Dass Sie mein Geld wollen. Sagen Sie die Worte. Bitte. Ich will Ihr Geld. Das klingt gut. Sie bekommen das Geld von mir. Und dafür lassen Sie mich in Ihrer Stadt mein Heroin verkaufen. Und Sie werden sich nicht einmischen. Niemals. Sicher. Ganz wie Sie wollen. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum... Ich soll auch den Nigger umlegen, klar. Ich werde das für Sie erledigen. Nigger umlegen ist mein Hobby. Großer Gott. Hier stand's ja mies aus. Niemand wollte hier leben. Also haben sie alles zugetiert. Immer wieder bringt irgendetwas dieses Land gewaltig ins Wackeln. Beutelt es so hart, danach stehen nur noch die Fundamente. Und so schmerzhaft das auch ist, wir hoffen, dass diesmal alles anders wird. Wenn wir jetzt hier neu aufbauen, werden wir nicht die Fehler der Vergangenheit machen. Und vielleicht werden Frieden und Gerechtigkeit dann obsiegen können. Aber diese beiden Dinge sind schwer zu erreichen. Verdammt schwer. Also wählen wir den einfachen Weg. Okay. Wow, spannende Story hier. Der Schluss war irgendwie ein bisschen komisch. Dann haben sie, also die Familie Marcano hat selbst mal beschlossen, wir erledigen mal die andere. Sie sah schon recht komisch aus. Wenn wir nur ein paar Bierchen hier hätten. Hab Olivia Marcano ins Krankenhaus gebracht, doch die Nacht wird sie wohl nicht überstehen. Sal kriegt bald mit, er verliert Frisco Fields, weil wir seine Drogengeschäfte übernommen und seinen Grashandel dicht gemacht haben. Das wird er nicht hinnehmen. Meine Männer haben die ganzen Geschäfte hier problemlos klar gemacht. Wär gut für sie und das Viertel, wenn sie sich aneinander gewöhnen könnten. Du schuldest mir noch was von unserem letzten Treffen. Da hatte ich beide Läden erobert und du hast sie mir wieder weggenommen. Das war eine miese Tour von dir. Jetzt kannst du es wieder hinbiegen.
Keiner von uns arbeitet für die Wohlfahrt. Wir helfen mal wem. Aber wenn es ums Geld geht und um die wahre Macht in dieser Stadt, davon kann man nicht genug haben. Selbst wenn ich hier schon die meisten Läden kontrolliere. Du weißt, ich bin die Einzige, auf die du dich verlassen kannst. Nicht viele sind mit mir durch dick und dünn gegangen. Joe war einzigartig. Überleg dir, wen du am Ende vom Tag auf deiner Seite haben willst, Junge. Was glaubst du, was... Es gibt kein Stadtviertel, das ich nicht kontrollieren kann. Ja, wir nehmen natürlich Cassandra. Er ist jetzt nicht ganz so wütend. Ich glaube, wir haben ihn wieder ein bisschen runtergenommen. Deshalb... Ich würde sagen, dieses Gebiet ist Cassandra. Perfekt für Cassandra. Ich habe schon illegale Geschäfte kontrolliert, da hast du noch in die Windeln geschissen. Verflucht! Du meckerst nicht nur, weil ich diesen Bezirk bekomme. Pass auf, was du sagst, du Arschgesicht. Sind wir durch? Ich müsste nämlich dringend mal kacken gehen. Reden können wir später. Verschwinden wir. Ja, er war schon ein bisschen wütend. Der nächste ist für ihn. Locke Sant'Angelo heraus. Das ist also Sant'Angelo. Mal hier. Ja, den gilt es zu erledigen. Wir haben jetzt hier Cassandra, Burke und auch Vito. Und Vito wird das noch kriegen, das French Yard. Dann sind alle ausgeglichen. Und es war jetzt eine spannende Story, ehrlich gesagt. Wir sind bei 40 Minuten. Ich hoffe, es hat so gut soweit gespeichert. Ich denke schon. Und ich würde sagen, ich mache mal hier Schluss. Ich habe immer an einem anderen Ort Schluss gemacht. Aber jetzt könnten wir ja mal hier. Für heute ist Schluss mit der Aufnahme. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es war jetzt doch spannend heute. Also spannender als an manchen anderen Abenden. Aber ja, bevor mir die Platte voll läuft, hören wir auf. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.